Freunde, das Fortnite Live Event ist nun endlich komplett geleakt worden. Und wir wissen, welche bösen Kreaturen auf die Fortnite Karte kommen. Zudem wird die Karte sich komplett ändern, aber das zeige ich euch jetzt im Video. Im Verlauf dieses Videos wird es zu heftigen Event-Spoilern kommen, du bist auf jeden Fall gewarnt. Okay Leute, schon bald ist es soweit, das Mini-Live-Event in Fortnite wird starten und es wird einfach alles verändern. Und das Gute ist, es ist so viel geleakt worden, dass wir direkt reinstarten können. Und zwar sieht alles so aus, als wäre das Event hauptsächlich ein interaktiver Bosskampf. Das heißt, wir, die Guten, müssen gegen den bösen Dr. Doom kämpfen. Das heißt, ich werde dich jetzt gleich auch ausschalten müssen. Aber bevor ich das Ganze mache, verwandle ich mich mal ganz kurz in Eddie Brock zurück, denn der kommt bald in den Itemshop wieder zurück. Und wenn du mich kostenlos supporten willst, dann benutze gerne Creator-Code Wannabe im Itemshop. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, dass oben auch so eine Bossleiste wie jetzt da sein wird. Nur nicht für den Doom-Bot, sondern natürlich für Dr. Doom selber, wenn er auf die Fortnite-Karte kommt. Und der wird dann gegen drei Helden kämpfen. Welche das sind, weiß man aktuell noch nicht. Könnte sein, dass du einer von denen bist. Oder vielleicht du? Hä? Hier sind ja wirklich drei Leute. Oh mein Gott, wie krass das denn? Nur, dass ich nicht Dr. Doom gewesen bin. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass Hope unter anderem dabei sein wird. Definitiv auch Captain Jones. Und dann noch eine dritte Figur. Das könnte Iron Man sein, Shuri, vielleicht auch Shelverine oder Gwenpool. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wer die dritte Person sein könnte. Und unsere Aufgabe wird es sein, Dr. Doom zu besiegen. So, ihr seht es gleich wieder. Oben ist die Leiste aktiv. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das Ganze hinkriege. Im Verlauf dieses Kampfes wird es auf jeden Fall Sprechblasen geben. Das heißt, er wird genauso wie jetzt mit uns reden. Gut, jetzt sagt er eine Unverschämtheit. Gott, hier kommen viele Leute gerade. Dann wird auf jeden Fall eine Bossmusik angehen, so ähnlich wie jetzt im Hintergrund. Und wir werden Fähigkeiten haben. Hoffentlich richtig geile Fähigkeiten. Ich gehe mal davon aus, die werden wahrscheinlich Marvel-basiert sein. Und die werden wahrscheinlich schon im Spiel aktuell drin sein. Vielleicht der Captain America-Schild, die Iron-Man-Fähigkeiten, die von Shuri und so weiter und so fort. Und was jetzt auch schon geleakt ist, was auch ziemlich wichtig ist, es wird so Munitionsspawns geben. Das heißt, uns wird die Munition definitiv nicht ausgehen. Ich hoffe, meine wird jetzt auch nicht ausgehen. Ist immer schwer, dich zu besiegen, Junge. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich glaube, ich spiele gerade das Mini-Live-Event nach. Geht doch mal alle weg. Wieso sind hier so viele? Ich glaube, ich komme gleich nochmal wieder. Hey, was ist denn hier los? Ich bin doch nur der gute Eddie. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wird Zeit, dass du drauf gehst, Junge. Junge, wie viele sind das denn? Ihr seid ja alle kleine Orksis hier. Und in wenigen Sekunden ist er dann besiegt. Wer das Ganze gewinnt, weiß man derzeit übrigens noch nicht. Es könnte sein, dass es Dr. Doom ist. Es könnte aber auch sein, dass es die gute Seite ist. Was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, wenn wir nochmal an die Worte vom Orakel denken. Denn die hat ja gesagt, der Sieg versteckt sich in der Niederlage. Und ich gehe immer noch davon aus, das bedeutet, dass Captain Jones im Verlauf dieses Kampfes fallen wird, wir den Kampf aber dennoch gewinnen werden. Wobei, sind wir da wirklich die Sieger? Ich weiß nicht genau. Was wir definitiv auch schon wissen, dass die Rift Beacons im Verlauf dieses Ereignisses aktiviert werden und die Doom Arcan Schmiede zerstören. Das ist übrigens dieser große Turm, der aktuell noch aktiv ist. Der wird wahrscheinlich nicht komplett zerstört werden, denn Mephisto wird ja irgendwann auftauchen und dann dort seinen Platz einnehmen. Bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze danach aussieht. Und übrigens gibt es eine Aufgabe, dass wir danach auch diese Schmiede noch einmal erkunden müssen. Das wird dann so eine Art Ruine werden. Genauso wie du, weil du dich mit mir angelegt hast. In dem Zuge übrigens auch sehr, sehr interessant, dass einige Rift Beacons von den Doom-Handlangern zerstört werden. Und ich gehe davon aus, Dr. Doom wird sie dann einfach wegschleudern. Denn an drei verschiedenen Orten finden wir zerstörte Rift Beacons. Unter anderem bei Grand Glacier zum Beispiel. Zudem geht man derzeit davon aus, dass zusätzliche Beacon den Einsturz des zentralen Sees verursachen werden und damit den Nullpunkt freigeben. Dazu gibt es gleich auch noch eine richtig heftige Thematik, denn es ist noch nicht ganz klar, was sich unter dem See befindet. Man weiß nur, das Wasser ist deswegen ausgetrocknet. Unter anderem könnte das Ganze auf Iron Man zurückzuführen sein oder sogar auf die Shuri-Technologie. Man weiß es noch nicht genau. Oder da ist irgendwas Dunkles drunter, was jetzt erwacht ist. Was übrigens in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch erwachen wird, ist der Saw-Fernseher hier. Denn Jigsaw wird sich zeigen, beziehungsweise das ist ja Billy the Puppet. Ach, ich blick gar nicht mehr durch, so viele Namen auf einmal. Das wird Fortnite mir erst dann nochmal zusätzlich einleiten. Und es wird gigamäßig spannend werden. Aber schauen wir uns diesen Turm nochmal ein ganz klein bisschen genauer an. Denn hier wird Mephisto am Ende auftauchen. Er wird euch Aufgaben geben. Und ihr habt die Möglichkeit, ihn auch auszuschalten. Was, glaube ich, gar nicht so einfach sein wird. Aber ihr nehmt wahrscheinlich lieber die Aufgaben an.
Denn dann bekommt ihr Waffen, die Möglichkeit, eure Teammitglieder wiederzuholen oder sogar ein geheimes Medaillon oder Artefakt zu bekommen. Könnte allerdings auch irgendein Perk sein, man weiß es auf jeden Fall noch nicht genau. Hier wird es auf jeden Fall die nächsten Tage richtig abgehen. Denn ich habe es gerade schon gesagt, es wird ja auch in Teilen zerstört werden. Übrigens enden die Leaks damit noch nicht, denn es gibt noch verschiedene Theorien. Eine besagt, dass wenn der Nullpunkt wirklich frei wird, Dr. Doom die Möglichkeit hat, die Realität nach seinen Maßstäben zu verändern und zu manipulieren. Er könnte beispielsweise die Geschichte in diesem Kapitel komplett umschreiben oder einfach in andere Kapitel übergehen. Das heißt, er könnte damit auch zurück in Chapter 2 OG gehen und das könnte die perfekte Überleitung sein, damit wir in dieses Kapitel wieder zurückkommen und da weiterspielen können. Das Ganze gilt allerdings auch für die gute Seite, weil auch die hat natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Die Frage ist, wer wird denn überhaupt die Herrschaft über diesen Nullpunkt bekommen? Da ist irgendwo einer. Irgendeiner wuselt hier rum und will wirklich Ärger machen. Zähl mir doch nichts, das sind doch die da vorne gewesen. Haben auch irgendwie eine komische Plattform gebaut. Und das alles hier in der Nähe vom Live-Event, das ist auch schon ein bisschen sassy. Auf jeden Fall gibt es noch weitere Theorien, unter anderem die Theorie, dass der Titan auch wieder vorkommen könnte. Denn wir haben ja damals nur den Arm davon gesehen, da ist aber ein ganzer Körper drunter. Und wenn wir uns diesen Titan mal ein bisschen näher angucken, dann hat er irgendwo auch eine Art Herz in sich. Und das könnte wiederum natürlich auch der Nullpunkt sein oder etwas komplett anderes. Fest steht auf jeden Fall, dass da irgendwas Crazyhaftes drunter ist und das den kompletten See ausgetrocknet hat. Hey, wartet mal, die sind freundlich. Hä, was macht ihr denn hier? Seid ihr etwa meine Freunde? Ey, wie viele kommen da runter? Ich habe sowas noch nie gesehen. Dass zwei Leute miteinander teamen, okay. Aber wie viele seid ihr denn hier? Ey, das sind mindestens drei. Okay, es sind vier Leute. Mit mir fünf Leute, die gerade am Team sind. Epic Games, ich kann gerade nichts dafür, Mann. Die sind in der Überzahl. Was soll ich dagegen machen? Ich muss noch Umarmung geben. Ich glaube, das ist hier eine Entführung oder sowas. Wobei nicht wirklich. Die wollen mir auch Sachen schenken. Hä, wie krass ist das denn bitte? Was passiert hier gerade? Du hast es mir noch nie passiert. Ist euch sowas mal passiert? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich wollte da nur meine Geschichte hier erzählen. Auf jeden Fall gehen diese Theorien noch ein bisschen weiter. Unter anderem soll irgendwann Hope sogar mit Midas zusammenarbeiten und dann Doom ausschalten. Daran glaube ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Oh Gott, sie dancen alle miteinander. Ich glaube, wir haben Zeit. Wir haben Zeit gewonnen, dass meine Entführer mich irgendwie nicht beachten. Auf jeden Fall gibt es gerade noch einen zweiten Trailer. Den werde ich auch mal ganz kurz einblenden. Und zwar kündigt er den offiziellen Shaquille O'Neal Trailer an. Was ist das denn? Da wird auch getanzt und sowas alles. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, aber ich glaube, die meisten Leute kennen den wahrscheinlich nicht mal. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, er wird auf jeden Fall demnächst in den Itemshop reinkommen und dann könnt ihr den kaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Achso, wenn ihr euch irgendwas Geiles kauft, dann mit Creator Code Wannabe im Itemshop, ist aber ganz klar, oder? So, die schalten immer ganz easy aus. Ich weiß nicht, wie das hier ausgehen wird, Mann. Wir sind eine ganze Armee. Boah, da oben sind irgendwie auch welche. Ah, ich glaube, das Ganze wird jetzt gleich interessant werden. Der erste wird schon angreifen. Ich glaube, das ist der finale Fight jetzt gleich. Gut gegen böse hier. Das Blöde ist halt nur, dass die Zone kommt. Ey, teilt euch doch jetzt nicht so auf. Wir werden uns nie wiederfinden. Okay, die ersten Riften. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Was passiert hier bitte gerade? Ich weiß nicht, ob du zu meinem Team dazu gehörst, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, weil ich bin Venom. Ich bin gut und böse zugleich. Oh, da ist noch einer. Hier sind die ganzen Gegner. Ihr habt euch schon gewundert, warum hat Wannabe so wenig Kills? Jetzt wisst ihr, dass die ganzen Gegner anscheinend hier sind. Next müssen wir auch noch ausschalten. Freut euch eigentlich auf das Live-Event? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und seid ihr Samstag um 20 Uhr dabei? Da wird das Live-Event ja stattfinden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, live zu streamen. Das heißt versuchen. Ich werde auf jeden Fall live sein, Mann. Warte, sind das meine Jungs? Nee, ne? Selbst wenn. Ich werde neue finden. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Oh, die sind alle gestorben hier. Was hast du denn für Fähigkeiten? Du hast auch welche. Zeit, dass du abstürzt. Bad Boy. Leute, wir nehmen jetzt hier alle auseinander. Es kann sein, dass das jetzt hier die letzten sind. Ist das meine Clique jetzt? Also der Typ noch nicht, aber der Rest. Komm raus. Okay, wärst lieber drin geblieben. Sorry. Was für eine verrückte Runde, Mann. Den verrücktesten Sachen, die ich hier am Start habe. Bin sehr gespannt drauf, wer jetzt noch am Leben ist. Wir sind aufgebrochen zu fünft. Und jetzt sind nur noch vier Leute am Leben. Die Frage ist halt nur, welche vier? Ist es das Ende der Runde?
Falls ja, Leute, lasst kostenlos ein Like und ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop zu benutzen. Ich weiß nicht, ob der zu mir gehört. Sieht nicht so aus. Ah, da ist er, mein Freund, wieder. Haha, das ist auch besser so für dich. Hast du deinen Teammate noch dabei? Alter, wer schießt denn da auf mich? Du legst dich nicht mit dem Teufel an. Das heißt, du bist jetzt der Letzte. Das heißt, du hast die Runde gewonnen, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal hier. Du hast alles gewonnen, denn ich werde weiterhin der Ehrenmann sein. Nein, ich werde die Runde verlassen. Hier. Du wirst gewinnen. Nein, ich gehe jetzt. Nein, hör auf damit. Ich will, dass du gewinnst. Nicht andersrum. Du musst gehen. Ich will verlieren. Das kann doch jetzt kein Battle sein. Oh mein Gott, wer wird das Ganze gewinnen? Ich hoffe, ich nicht. Wir tanzen einfach bis zum Schluss. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Let's go. Wir sind Zweiter geworden. Und ich war noch nie so glücklich darüber.